Machen wir doch mal unser Tom-Tom an hier. Ja, die macht ja dermaßen große Rauchfahne von den Teilen. Vielleicht kannst du irgendwann mal so eine fliegen. Ja, wenn ich so blöd bin, in Russland fliegen will, ja. Gibt es hier nur in Russland? Die haben viele unverfolgende Unfälle schon gehabt. Das ist halt auch jetzt ja was Netteres. Wir fliegen dann wieder dann nach Hongkong oder Tokio zur Arbeit. Ich glaube, ganz schön langsam. Das sieht nur so aus. Ungefähr natürlich sieht es nur so aus. Das ist bestimmt. Also, ein Flugzeug ist so, es ist schnell und wirkt langsam. Das ist so ungefähr das Glas Essen. Aber bei Jumping ist es nicht. Wie sieht es denn aus? Nee, du kriegst halt selber Besteck und Schokolade. Das ist schon ein Glas. Das ist schon cool, aber zu stehen und damit zuzuschauen. Ja, durch aber halt. Das ist jetzt so, wie wenn wir von der Branche schon. Ja gut, okay, wie dann fliegst du. Ja, das ist das andere. Wenn du 2 Stunden fliegst, musst du nicht unbedingt essen. Gut, du fliegst meistens so 3 Legs. Also Düsseldorf, Stuttgart, Stuttgart, Kaufen, Stuttgart, so typisch. Papa Mike, call in for Grosso Route West 6, taking runway 2X, and it's 1005.